Das ist ja jetzt hier die dritte Zukunftsschmiede. Die erste Zukunftsschmiede war 2005, da hatten wir auch vier Afrikaner eingeladen. Aus Togo kamen die und wir haben 3 Monate hier in Niedersachsen geschmiedet. Mit lernbehinderten Kindern, mit hochbegabten Schülern und mit Kindergartenkindern. Heute ist es sehr schön bei der dritten Zukunftsschmiede. Also Jugendliche und Erwachsene sind hierher gekommen. Und man sieht es ja, die sind mit Feuereifer dabei, schmieden sozusagen nicht nur Pläne, sondern ihre Ideen in die Tat. Davor war es eigentlich immer dafür da, um die Kinder irgendwie zu motivieren, mal mitzuschmieden. Und jetzt machen wir das so, dass sozusagen fortgeschrittene Kinder und Jugendliche, also die schon mal dran teilgenommen haben, an der Zukunftsschmiede 2 zum Beispiel, jetzt die Möglichkeit haben, mal einzutauchen. Also das Thema ist ja Feuervogel und wir haben ja schon einige Feuervögel, die hier sozusagen schon so ein bisschen rumglühen. Wir haben vor, vielleicht ein Gemeinschaftsprojekt zu machen und ich bin mir selber gespannt, ob wir am Ende der Woche einen Feuervogel haben werden. Aber in erster Linie wünsche ich mir erstmal, dass sozusagen jeder mit dem Feuer direkt Kontakt hat, seine Ideen umzusetzen in Eisen, in Stahl und sich inspirieren lassen von den Schnitzern, von den Schmieden, also von den anderen Künsten, von der Musik. Wir werden auch Musik hören. Und ich bin mal gespannt, wie es in einer Woche aussehen wird. Die UNESCO hat das dieses Jahr endlich anerkannt, dass sozusagen Handwerkskünste immaterielles Kulturerbe bedeutet. Also nicht nur in Brücke oder im Kölner Dom, der irgendwie erhalten wird, sondern das Können, wie eine Sprache. Und das Schmieden ist zum Glück eine Kunst, die nur weitergegeben werden kann, wenn man sie von jemandem gezeigt bekommt. Und das praktizieren wir jetzt gerade. Also wir lernen von den afrikanischen Schmieden. Die afrikanischen Schmiede sehen, was wir machen. Ob die von uns lernen, weiß ich nicht. Ich glaube, die können mehr als wir. Aber es ist ein wunderbarer Austausch und ein kreativer Prozess. Der Schmied und Schnitzer aus Burkina Faso
Da hatten wir sehr große Probleme, weil die deutsche Botschaft ihm das Visum verweigerte. Und da mussten wir sehr kämpfen. Also ich musste zwei Konsulate einschalten, das Wissenschaftsministerium und auch sogar der Außenminister hat uns geholfen, dass er doch noch sein Visum gekriegt hat. Also ich hatte mir nach der Zukunftsschmiede überlegt, was kann man unternehmen, um sozusagen Menschen, die keine Ahnung vom Schmieden haben, zu motivieren, sich fürs Schmieden zu interessieren. Und der Plan sieht so folgendermaßen aus, dass ich vorhabe, auf 7 Kontinenten sozusagen 7 Skulpturen aufzustellen. Und das sollen 7 große Hämmer sein. Und in das Hammerauge wird jeweils ein Baum reingepflanzt, der sozusagen als Stiel symbolisiert, dass das Schmieden noch lebendig ist. Also momentan sind 4 Hämmer fertig. Und in Togo hat das schon dazu geführt, dass zum Beispiel der französische Botschafter oder der deutsche Botschafter in das Schmiededorf gefahren ist, um den Hammer sich anzugucken. Und was sehr schön ist, also hier 20 Meter weiter liegt der Südamerika-Hammer im Gras. Und ich hoffe, dass ich den irgendwann nochmal nach Südamerika kriege. Die dritte Zukunftsschmiede nähert sich jetzt dem Ende. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis oder mit den Ergebnissen, kann man sagen, weil alle Teilnehmer, alle Teilnehmerinnen haben hier wirklich super gearbeitet. Es ist eine wunderbare Verständigung gewesen zwischen Afrika und Europa. Nicht nur sprachlich, sondern auch von den Formen her und von den Techniken her haben wir sehr, sehr viel dazugelernt. Sogar ein Optiker aus Köln ist hierher gekommen, der auch das Projekt in Afrika unterstützt und den ich sozusagen in Afrika kennengelernt habe und wir werden auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten. In Yohunu haben wir ein Musterhaus gebaut. Das haben die jungen Männer aus Burkina Faso, die Andreas gut kennt, für uns dort aufgestellt. Und dieses Haus soll später unsere Krankenstation sein. Wir wollen den Dorfchef davon überzeugen, dass es eine gute Entwicklung für das Dorf wäre, weil die medizinische Versorgung in Yohunu und auch in den Nachbardörfern sehr, sehr schlecht ist. Wir haben einen sehr jungen, aktiven Krankenhelfer, das ist David, mit dem ich jetzt seit 5 Jahren zusammenarbeite. Die Geschichte ist die, dass wir bis jetzt viel zu wenig Kontakt mit diesen Leuten hatten, weil die bis jetzt auch nicht wirklich Lust hatten, uns zu helfen, aber erkannt haben, dass wir eigentlich jetzt in den letzten 6 Jahren immer vor Ort waren und gemerkt haben, dass es eben kein Tropfen auf den heißen Stein ist, wir uns nicht profilieren wollen, sondern wirklich gemerkt haben, wir können wirklich was zusammenreißen. Also zum Schluss kann ich sagen, dass sozusagen unser Gast aus Burkina Faso einer der besten Schnitzer ist, den ich jemals gesehen habe und der in kürzester Zeit also so eine wunderbaren Skulpturen hier geschnitzt hat, wo man eigentlich nur von träumen kann. Also er hat ja mehrere kleinere Sachen gemacht. Also zuerst hat er sich ja seine Werkzeuge geschmiedet, um überhaupt erstmal anzufangen. Aber jetzt ist er kurz vor der Fertigstellung eines riesigen Feuervogels. Und der wird dann vielleicht auch als Sinnbild sein für dieses Projekt der dritten Zukunftsschmiede. Und ich hoffe, dass wir bald mal wieder eine machen werden.